Hallihallo und herzlich willkommen bei Stream On. Hier gibt's wie immer alle wichtigen Neuigkeiten aus der Welt der Filme und Serien. Den Start macht die neue österreichische Weihnachtskomödie Wie kommen wir da wieder raus von Eva Spreizhofer. Die Fortsetzung der Erfolgskomödie Womit haben wir das verdient? Bei der Premiere in Wien haben wir mit der Regisseurin und dem Cast gesprochen. Harald? Ja? Wir müssen Schluss machen. Wir sind seit 7 Jahren getrennt. Feliz Navidad. Kommt dein Vater heute, eh? Nee, den habe ich ausgeladen. Wirklich, nein, das schaffe ich nicht an Weihnachten. Bis später. Prospero año y felicidad. Eigentlich wünschen wir uns ja alle nur besinnliche Weihnachtstage. Dass das aber nicht so einfach ist, das sehen wir in der neuen österreichischen Weihnachtskomödie Wie kommen wir da wieder raus? So die Inspiration für dieses sehr chaotische Weihnachten? Naja, ich wollte gerne wieder eine Komödie machen über ein Thema, wo man sich wie beim ersten Teil gedacht hat, das kann man nicht lustig erzählen. Und ich finde Corona, Transgender, Klimakleber und veganes Essen eignet sich sehr gut für eine Komödie, weil halt die komplexen Sachen, über die sich gerade alle streiten, sind halt ganz lustig auch mal mit Humor zu nehmen. Was macht denn deiner Meinung nach den Charme dieses Films aus? Ja, dass eigentlich die Situationen, die wir abhandeln, alle sehr aus dem Leben gegriffen sind, etwas überspitzt und dann auch noch 2, 3 Fremdkörper da reinkommen, die das Ganze dann sprengen lassen, würde ich sagen. Und ich darf so ein Fremdkörper sein. Heute sind alle Gänge regional, glutenfrei, laktosefrei, vegan und halal. Boah, das ist so weird. Weil heute ist Weihnachten, ich habe etwas ganz Besonderes. Super, super. Im Film will ja Wanda eigentlich eine friedliche, besinnliche Zeit zu Weihnachten. Ist das überhaupt in der Realität möglich? Geht das? Also es gibt friedliche Zeiten in der Kirche und ab und zu in der Familie. Normalerweise ist es sehr schwierig und man muss schon sehr erwachsen sein und sehr entspannt, wenn man das über längere Tage machen kann. Weil es ist ja so, wenn so Leute, die sich kennen, irgendwie lang zusammen sind und nichts zu tun haben, dann kommen die Sachen raus, die man schon längst hätte klären sollen. Warum knallt es denn in vielen Familien gerade zu Weihnachten? Ich glaube, Alkohol ist einer der Hauptgründe wahrscheinlich, weil je mehr man trinkt, desto mehr lockert sich die Zunge. Und ich glaube, politisieren ist auch immer etwas, was man nicht machen sollte am Weihnachtsabend. Das sind so fixe Familienfeste und da kommen alle zusammen und dann trinkt man halt Alkohol. Und dann kommt halt dann oft die Wahrheit ans Licht, sozusagen. Ja, und die Erwartung ist einfach wahnsinnig hoch an diesem Tag. Man fiebert über einen Monat darauf hin und alle wollen einen schönen Abend haben, weil alle glauben, alle anderen haben schöne Abende und dann ist man selber enttäuscht, weil es eben nicht so ist. Alle sagen einfach kurz, wie sie angesprochen werden möchten, damit sich auch alle wohlfühlen. Wieso tun wir uns jetzt alle so auseinander dividieren, bitte? Ich meine, Mensch, Frau, ist doch alles das Gleiche. Was haben Sie denn für Tipps für ein friedliches Weihnachtsessen auch in der Realität? Genügend Zeit und Alkohol. Naja, obwohl Alkohol eigentlich ist das Gegenteil. Meistens bringt Alkohol Unfrieden, Streit, Zerwürfnis, Katastrophe, aber auch Frieden. Ich finde, wenn es Konflikte gibt, dann sollten die angesprochen werden. Das ist besser wahrscheinlich, als das ständig runterzuschlucken. Ich bin eher dafür, dass man die austragt. Und wenn man sowieso ein komplett anderes Wertesystem hat als ein anderer Mensch, dann würde ich vorschlagen, dass man diesen Menschen nicht zu Weihnachten einlädt. Manchmal gibt es auch nichts zu retten. Ich glaube, wenn man sich immer trifft das ganze Jahr und unterm Jahr alles ausstreitet, dann kann man sich ruhig treffen, aber wenn man sich nur zu Weihnachten trifft, das ist wahrscheinlich nicht so gescheit. Das Ding, dass ich mir denke, wenn man gemeinsam über was lachen kann, dann merkt man, dass wir zwar sehr viele Sachen haben, die uns trennen, aber auch sehr viele gemeinsame. Und das ist eigentlich das, was wir uns immer wieder denken müssen oder uns immer wieder vor Augen führen. Es nutzt uns nichts, so wie Weihnachten halt man mit Leuten verbringt, die man sich nicht ausschließlich ausgesucht hat, so ist es halt auf der ganzen Welt. Feliz Navidad. Wir haben alle einen Huscher, alle. Feliz Navidad. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Wir haben schon eine Weihnachtsfrau. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.
In Candy Cane Lane schließt Chris, ein Familienvater, einen unüberlegten Pakt mit der schelmischen Elfe Pepper ab, um den jährlichen Weihnachtsdekorationswettbewerb zu gewinnen. Doch durch dieses Abkommen werden die Figuren des englischen Kinderliedes Die 12 Weihnachtstage lebendig und das Chaos ist perfekt. Ob sich die Weihnachtskomödie lohnt, bespreche ich gleich mit Krone Kino- und Serienexperte Kalman Gergely. Davor gibt's den Trailer. Ich brauche dein Regalbrett für mein Rentier. Was? Wie kann man nur so sein? Ich danke dir, mein Schwätzchen. Dad! Oh. Dad, sieh mal! Wow! Frohe Weihnachten! Oh, hey! Kein Weihnachten ohne einen ordentlichen Schreck. Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Es soll das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten werden. Oh, ignorieren Sie das Kleingedruckte. Ist ja nicht so, als würden Sie Ihr Leben verkaufen oder so. Das ist verrückt. Warte, das hast du dir gewünscht? Nicht sowas wie, keine Ahnung, Weltfrieden? Ende der Hungersnot? Obdachlosen helfen? Klimawandel aufhalten? Eisbären retten? Neues Drake-Album? Oh, ich liebe Drake. Ihr habt recht. Oh mein Gott! Was haben wir denn da für ein heißes Teil? Du bist mir ja ein Sahneschnittchen. Ich bin verzaubert. Ob Candy Cane Lane der passende Film ist, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, das besprechen wir jetzt mit Kalman Gergely, Film- und Serienexperte von der Kronenzeitung. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Was sagst du? Ist Candy Cane Lane der Film, um jetzt schon so langsam die Weihnachtsstimmung einzuleiten? Gute Frage. Ich persönlich würde wahrscheinlich nein sagen. Warum? Weil es jetzt nicht so der ganz typische Weihnachtsfilm ist. Also optisch mutet er vielleicht an, um in Stimmung zu kommen. Und für Amis, die sehr into dieses Thema sind, also Dekoration, Außendekoration und da Wettbewerbe draus machen, für dieses vielleicht etwas, womit man sich mehr identifizieren kann. Aber ich persönlich fühle jetzt nicht den Christmas Spirit, muss ich ehrlich sagen. Okay. Es ist ja doch auch, man sieht es ja auch im Trailer, es geht ja doch recht actionreich voran, sage ich jetzt mal. Passt das denn noch zu diesem Weihnachtsthema? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es jetzt auch keine unbedingte Weihnachtsstimmung. Ja, es ist so sehr amerikanisch halt. Ja. Das ist für mich jetzt nicht so das Weihnachtsgefühl. Aber das Actionreich stört mich ehrlicherweise gar nicht, weil ich finde auch, dass Stirb langsam ein schöner Weihnachtsfilm ist. Ach ja, der Klassiker. Findest du denn, wenn wir trotzdem mal dieses Weihnachtsthema dabei noch, sag ich jetzt mal, belassen, passt Eddie Murphy da rein? Ja, an und für sich schon, weil es sehr ähnlich ist zu Filmen, die Eddie Murphy schon gemacht hat. Und ich glaube, dass er auch gut ist für diese Rolle. Was sagst du zum Rest des Castes? Ja, ist in Ordnung. Es ist jetzt kein. Es gibt ein paar coole Charaktere, so Nebencharaktere, aber es ist jetzt kein Oscar-Film, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Ja. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Popcorn-Skala für Candy Cane Lane. Das ist irgendwie der Titel alleine schon so ein bisschen sperrig. Ja, ja. 65. Ja. Okay. Das geht besser. 65 geht definitiv besser. Ja, das nächste Highlight, das wir gleich besprechen, ist auf jeden Fall etwas für alle Menschen, die eine eher kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Wir schauen uns nämlich ein Kurzfilm-Drama an und das ist der Trailer. Did you have family in the force, sir? Yeah, my father. Missing in action over Germany. So you followed him into the force? Yeah, I did. You're sure about this? You've only just got your night rating. It's a straight run across the North Sea. Perfect night for flying. Everything seems to have stacked up in your favor. Looks like you're going home for Christmas. Thank you, sir. Solar Charlie Delta, emergency. Calling all channels. Come in. Multiple instrument failure. Electrical failure. Fuel status critical. Why won't somebody listen to me? Please get me out of this bloody mess.
All I wanted was to come home to spend Christmas with you. Mr. Johnny went out on his last patrol Christmas Eve 1943, just 14 years ago tonight. If this is it, then I don't seem to be afraid anymore. He used to go out over the North Sea looking for a crippled plane, sometimes in fog so dense he couldn't see your hand. It's light tonight. Lord, please send someone to lead me down. Das schaut auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Was wir vom Kurzfilmdrama noch erwarten dürfen, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Stream On und wie versprochen sprechen wir jetzt über das Kurzfilmdrama Der Lotse. Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón war ja da am Werk. Was ist denn da das Ergebnis deiner Meinung nach? Sehr schön gemachter Kurzfilm. Er hat ja letztes Jahr schon einen produziert, Le Pupille, die Schülerinnen. Und es soll jetzt so eine Sammlung an Kurzfilm ist es nicht 5 Minuten, sondern dort knapp eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Soll so also eine Sammlung werden für Disney an so Kurzfilmen, die in den kommenden Jahren erscheinen und dann gesammelt werden. Wie du dir vorstellen kannst, ich bin ein großer Fan von diesem Gedanken. Ich glaube, damit geht es auch vielen, gerade in meiner Generation so. Ja. Einfach die kürzere Aufmerksamkeitsspanne aufgrund von, sagen wir, TikTok, Social Media, was auch immer der Grund dafür ist. Was ist denn deine Meinung dazu? 38 Minuten dauert jetzt Der Lotse. Ja. Reicht das für einen Film? Es reicht, weil es ist die Frage, was möchte man erzählen und reicht die Zeit halt aus, um das zu erzählen, was man möchte. Und es ist vollkommen ausreichend. Es ist eine liebe, liebenswerte Geschichte, die, finde ich, mehr Weihnachtsstimmung macht als Candy Cane Lane zum Beispiel. So, in meinen Augen. Ja. Spannend. Die Geschichte basiert ja auf einer gleichnamigen Novelle von Frederick Forsyth. Forsyth. Aus dem Jahr 1975. Wie viel wurde denn von dieser Geschichte übernommen? Sehr viel. John Travolta hat ja vor Jahrzehnten sich schon die Rechte gesichert, weil er selber Pilot und hat sie dann aber den Film nicht realisieren können, hat sie dann verloren und deswegen ist es eigentlich cool, dass er jetzt schließt sich der Kreis, dass er halt jetzt wieder beteiligt ist an der Produktion und sogar mitproduziert hat und auch eine kleine Rolle hat. Was kommt denn da für eine Stimmung auf beim Schauen von Der Lotse? Ja, es ist so ein bisschen so Weihnachtswunderstimmung, wenn man so möchte. Ja, also es ist so, wenn alle Stücke reißen und glaubt, es ist alles zu Ende und nichts geht mehr, kommt von irgendwo irgendwas her, das einen dann doch ein kleines Lichtlein bringt. Das klingt jetzt sehr... Das war sehr poetisch. Ja. was sagst du denn für die Popcorn-Skala oder was ist deine Popcorn-Skala für Der Lotse? Ich würde mal so auf 80 gehen. Okay, wir waren schon mal besser als der erste. Mal schauen, wie unser drittes Highlight heute abschneidet. Vielleicht kann sich der ein oder die andere zu Hause noch an Australia erinnern mit Nicole Kidman und Hugh Jackman. Davon kommt jetzt eine Serie raus. Mein Mann wurde getötet. In einem weit entfernten Land. Hier draußen ist es so karg, ich kann nicht verstehen, was er daran gefunden hat. Da ist sie. Far away downs. Hiya! Willkommen in Australien. Das wird interessant. Es ist alles ein riesiges Outback-Abenteuer, nicht? Ah, aber nicht jedermanns Sache. Nein. Oh! Wer bist du? Ich heiße Nala. Er wird allein sein. Ich bin nicht gut mit Kindern. Als sie in dieses Land kam, hat sie geguckt, aber nicht gesehen. Jetzt hat sie die Augen zum ersten Mal auf. Ich erwecke Faraway Downs wieder zum Leben. Nala, hilfst du mir dabei? Ja. Sergeant Callahan, Polizei. Hier ist irgendwo ein Halbblut-Aboriginal-Kind. Lauf!
Ich dachte, wir geben ihn in die guten Hände der Kirche. Verschwinden Sie von meinem Land! Um dieses Haus zu retten, brauche ich Geld. Hier sind Ihre Kühe mehr wert als Ihr Land. Weitergehen! Was soll das werden? Komm, Gütiger. Eine Rinderfarm ist wie ein Staat. Und Sie haben niemanden, der ihn beschützt. Sie dürfen nicht gewinnen. Werden Sie nicht. Wie soll ich einen Viehtrieb mit nur zwei Männern schaffen? Ich muss auf die Wanderung. Er ist ein Kind. Ohne dieses Zeremoniell hat Nala kein Land, keine Geschichte. Die Bedrohung durch die Japaner ist real. Darwin wird evakuiert. Nala! Ich komme und finde dich, was auch immer geschieht. Wir werden wieder zusammen sein. Ich glaube dir. Letztendlich gehört einem einzig und allein die eigene Geschichte. Ich will nur, dass meine gut ist. Für die Serie Australia wurde ja eigentlich nichts Neues gedreht. Im Grunde genommen wurden jetzt im Endeffekt einfach nur alte Aufnahmen genommen. Warum? Also, was ist der Kerngedanke dabei? Also, wem die Schauspieler ein bisschen jung vorkommen, also der Film wurde glaube ich, 2008 gedreht. Ja. Baz Luhrmann war, ich weiß nicht, ob ihm langweilig war in der Quarantäne während der Pandemie. Einerseits und andererseits wollte er, glaube ich, ein Thema, das sehr klein in dem Film vorkommt, noch mehr Prominenz geben, nämlich wie mit den Natives in seinem Land, nämlich Australien, umgegangen wurde in der Geschichte und noch immer wird. Und also er wollte den Aborigines in erster Linie ein bisschen mehr Platz einräumen und was sie durchleben mussten. Ja. Das heißt, im Endeffekt hat er Aufnahmen, die bereits bestanden, noch einmal rausgeholt, rausgekramt und daraus jetzt einen längeren Film, eine längere Serie. Genau, es ist quasi ein, wie soll man sagen, es ist wie ein noch üppigerer Director's Cut des Films, der dann aufgestückelt wurde in vier oder sechs Episoden, ich kann mich gar nicht erinnern. Und funktioniert lustigerweise als Serie super. Es ist aber, der Film ist heute aus der Zeit gefallen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen wie ein australisches Vom Winde verweht. Ja. Die Großgrundbesitzerin, die sich erbarmt und sich um den armen schwarzen Jungen und in dem Fall einen Aborigine-Jungen halt kümmert. Also so gönnerhaft ein bisschen. Also die Grundidee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung, Es gab ja auch eine Kritik, gerade beim Film, nämlich, dass die Darstellung von den indigenen Bevölkerungen einfach nicht realistisch ist, beziehungsweise das halt nur so nebenbei irgendwie ein bisschen besprochen wurde. Jetzt hast du gesagt, da wurde jetzt ein bisschen mehr im Fokus gesetzt. Genau. Hat das funktioniert im Endeffekt? Ja, besser, aber noch immer nicht so, dass man sagen könnte, wir sind jetzt in 2023 und das schaut auch dementsprechend aus. Ja? Also das ist jetzt doch schon 15 Jahre her und mit dem alten Material und wie man die Dinge von Haus aus schon dramaturgisch aufgearbeitet hat, kann es nicht wirklich viel besser machen. Es ist ein bisschen besser geworden und man hat am Soundtrack nochmal gefeilt und mehr Dinge von der indigenen Bevölkerung genommen, aber ja, das geht viel besser heutzutage. Ja. Das heißt, wie bewertest du die Popcorn-Skala für Australia, die Serie? Man muss noch dazu sagen, also Hugh Jackman und Nicole Kidman ist Explosion auf der Leinwand oder in dem Fall im Fernsehen. Also das ist wirklich toll und der junge Darsteller, der den kleinen Aborigines-Jungen spielt, auch fantastisch. Also das muss man auch vielleicht lobend dazu nehmen, aber sonst würde ich eher auf eine 75 gehen. Okay. Ja. Das heißt, so ein bisschen im mittleren Teil unserer heutigen Highlights. Ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du mit uns wieder die Highlights der Woche durchgegangen bist. Danke dir. Und weitere Highlights schauen wir uns nun an in einem kurzen Schnelldurchlauf. Ich habe Angst, dass unser Zusammenhalt verloren geht. Hast du mich gerade was gefragt? Was? Nichts. Okay, gute Nacht. Auch in dieser Woche hat sich wieder einiges auf den großen Streaming-Plattformen getan. Hier kommen die Highlights. Es gibt einen Elfmeter.
In Family Switch erleben Jess und Bill Walker einen unerwarteten Körpertausch mit ihren Kindern nach einer Begegnung mit einer Wahrsagerin. Das Chaos bricht aus, als sie am wichtigsten Tag ihres Lebens die Herausforderungen der anderen meistern müssen. Eine Beförderung, ein College-Vorstellungsgespräch, einen Plattenvertrag und ein Fußball-Vorspielen. Gemeinsam müssen sie mit vereinten Kräften ihre Ziele erreichen und die Körper wieder zurücktauschen. Was machst du in meinem Bett? Du bist in meinem Bett. Wieso bin ich in deinem Bett, Dad? Mom? Was ist hier los? Das bin ich. Cici? Mom? Wyatt? Dad? The most honored artist this year with 11 nominations is Mr. John Batiste, right there. John Batiste, ein Multi-Instrumentalist, wird Anfang 2022 mit 11 Grammy-Nominierungen gefeiert, einschließlich einer für das begehrte Album des Jahres. Während er die American Symphony plant, ein ambitioniertes Projekt, das diverse musikalische Traditionen vereinen soll, erfährt er jedoch, dass seine Lebensgefährtin Suleika erneut an Krebs erkrankt ist. Die Doku von Matthew Heinemann zeigt das außergewöhnliche Paar an einem Wendepunkt, während Batiste zwischen der Verwirklichung seines künstlerischen Traums und der Unterstützung seiner Partnerin in ihrem Kampf gegen die Krankheit jongliert. Can you fly on your own? These rings are token of your marriage covenant. In the world today. Butterfly flying home. We're stuck in an infinite time loop of 3 weeks. In einer Welt, die dem Untergang geweiht ist, steht das Lazarus-Team in einer endlosen Zeitschleife fest, die zur Vernichtung des Planeten führen wird. Sie sind dabei auf die Hilfe von George angewiesen, der sie jedoch für die große Liebe bereits verraten hat. Nun muss er sich beweisen und erkennt dabei, dass die Situation schrecklicher ist als angenommen. Während er also versucht, das Vertrauen seiner KollegInnen zurückzugewinnen, muss er gleichzeitig die Welt vor ihrer bevorstehenden Vernichtung retten. Yeah, it's the idea, except we can't find them. If any of you feel you cannot be a part of it, I understand. But this will take place with or without you. The time break scientist we're looking for, Wes already knows about her. Why wouldn't you mention that to anyone? Beeilen wir uns. Ich habe viel zu tun. Ich muss Untergebene schikanieren. Im Slauhaus hat niemand viel zu tun. Kommen Sie raus damit. Ein Team des MI5 handelt auf eigene Faust. Jackson Lamb, bekannt für seine Unkonventionalität und seinen Jähzorn, leitet das Team des Slauhaus, bestehend aus eher ungewöhnlichen GeheimdienstmitarbeiterInnen. Trotz ihres Rufs lösen sie stets knifflige Fälle. Als Catherine Standish, Teil des Teams, verschwindet, wird den anderen schnell klar, dass sie entführt wurde. Ein ehemaliger MI5-Mitarbeiter scheint in den Fall verwickelt zu sein, aber das Motiv und die Frage, warum ausgerechnet Catherine, bleiben unklar. Jackson und sein Team müssen nun alles daran setzen, diesen mysteriösen Fall zu lösen, auch wenn ihre Pläne nicht immer reibungslos verlaufen. Ich glückspilz. Das war's auch schon wieder mit Stream On. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal hier auf Krone TV.